Ja, hey meine Nerds, willkommen zu einer neuen Folge von Uncharted 4. Ja, wie ihr seht, wir haben ein Auto und wir fahren jetzt mal los. Ich habe nämlich total vergessen, was in der letzten Folge war. Also ich glaube, ich nehme momentan zu viele Videos auf. Ja, ich würde mal sagen, legen wir mal los, wa? So, Und beschleunigen. was suchen wir hier draußen? Tja, die Karte zeigt viele Bauten um den Vulkan herum. Einige verlassene Außenposten, ein paar Wachtürme. Wachtürme? Avery war der meistgesuchte Mann der Welt. Wenn er hier also etwas versteckt hat, dann brauchte er Aussichtsposten. Und einer dieser Türme ist direkt auf dem Vulkan. Mit Averys Schatz. Hoffentlich. Ich sehe da vorne Ruinen. Wollen wir mal gucken gehen? Wartet hier, ich sehe mich mal um. Und Victor, kommst du immer noch so viel herum? Ich versuch's. Ich nehme gerne Aufträge an, die mich vom Computer losreißen. Habe ich gerade erst zu Nathan gesagt. Erschrecken, wie viel jetzt über das Internet läuft. Kann ich doch heute Ware jetzt bestimmt auf verschiedenste Weise loswerden. Ja, schon, aber viel zu sehen hier. Persönlich mit den Kunden. Lerne sie kennen. Ah, hier ist wohl nichts. Und? Ah, hat sich nicht gelohnt. Kommt, fahren wir weiter. Hey, bei unserem Glück, wie stehen die Chancen, dass der Vulkan genau jetzt ausbricht? Bei null, er ist erloschen. Glaub mir, das habe ich als erstes nachgesehen, als es hieß, wir fahren zu einem Vulkan. Das sind wir uns mit dem Geländewagen. Ist das du jetzt tatsächlich auch schon angestellt? Du kannst ja nicht immer der Klugscheißer sein, Junge. So, hier müssen wir wohl nicht lang. Da oben ist eine Brücke, also da lang. Da kommen wir nicht zur Brücke. Also fahren wir mal hier oben lang. Wir müssen zu dieser Brücke hoch. Das habe ich mir auch gedacht. Nur wie? Geh durch? Sieh mal, eine geheime Höhle hinter einem Wasserfall. Meine Herren, wir sind auf einem Piratenabenteuer. Bist du 7? 15. Sag mal, Victor, woher kennst du Kings Bay eigentlich so gut, ha? Das erste Mal war ich hier für einen Tauschhandel. Eine gestohlene Diamant. War klar. Wie in die Hose. Und als wir so die Bestechung aushandelten, wurden wir Freunde. Und seitdem war ich alle paar Jahre. Hey, vielleicht können wir uns ja möglichen Ärger vom Hals halten. Hast du noch Kontakt? So war's. Geht sich gut jetzt. Und was haben wir hier? Ein Schatz. Notiz. Na, gehen wir mal zurück. Okay, das war's. Hat sich ja echt gelohnt. Okay, fahren wir los. Kommen wir da jetzt zur Brücke hoch. Mal eben gucken. Ich glaube, die anderen Seite dann, ne? Na, guck mal, das sieht doch so aus, als wenn. Komm da hoch. Komm schon, Baby. Los, 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 los. Ah, haben wir doch geschafft. Nee. Lass uns nicht abstürzen. Nö, nö. Hey, fahr!
Ganz langsam und schön in der Mitte. Ja, Beifahrer wissen es ja immer. Komm gut. Alles gut. Kevin. Ja, haben wir das doch geschafft. Auf nach oben. Ach, so kommen wir nicht vorwärts. Ein Gegenlenk. Die Räder finden keinen Halt. Nathan, die Felsen. Ich sehe es, ich sehe es. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Auch nicht. Gucken wir mal, gibt es da noch einen anderen Weg? Schaut nicht so aus, ne? Shit! Ah, komm hoch. Hey, langsam habe ich den Dreh raus. Na bitte. So. Er hat dich in Schleudern. Mein Rückgrat. Ach, stell dich nicht so an, Sully. Lang. Ist hier kein Weg. Okay. So, hier erstmal raus, wa? Ich sehe mich hier mal um. Tolles Wetter. Da passt kein Auto durch. Du musst doch da durchkommen. Ja, das war alles. Hm. Komm mal schneller. Ja, wo müssen wir ja lang? Na, guck mal da. Doch nicht. Okay, ja, das Spiel. Hier ist jemand durchgekommen. Hey, seht mal da oben auf dem Hügel. Da steht ein Turm oder sowas. Das gefällt mir. Ja, dann mal dahin, wa? Hey, Victor, worüber hast du mit dem Verleihtypen gestritten? Dein Bruder wollte einen Geländewagen mit Seilwinde. Für eine Seilwinde hat das Budget also gereicht, aber nicht für eine Federung. Verstehe. Hey, das ist wichtig. Gerade Offroad, wenn es mal regnet oder matschig ist. Jede Wette, dass wir die verdammte Winde kein einziges Mal benutzen müssen. Ups. Dann wollen wir hier lang. Nicht? Reifenspuren, also meine Spuren noch. Na, guck mal. Da okay, haltet euch fest. Na, guck mal, geschafft. So, wo dann jetzt? Hm. Ja, würde ich mal sagen, hier weiter runter. Ja. So. Also Nathan, du glaubst Avery, Drew und ein paar andere Piraten haben ihre Schätze zusammengetan und sind hierher
hierher gekommen, weil... Warum genau? Wer weiß, vielleicht zum Schutz. Die britischen Behörden saßen ihnen im Nacken. Klar, vielleicht hat er ihnen geholfen zu verschwinden. Der Kerl hatte echt Talent, Dinge zu verstecken. Ups, vorsichtig. So, bin ich da bei dem Turm? Ja. Sehen wir uns mal den Turm an. Ich komme mit. Dafür, dass er ein paar hundert Jahre alt ist, ist er gut in Schuss. Ja, das sind eindeutig Ruinen aus Averys Zeit. Na, wollen wir uns mal hier umgucken? Ja, okay, ich verstehe gleich schon, was ich machen muss. Die Rinde ist abgeschält. Irgendwas war um diesen Baum gewickelt. So, Clayton, geh weiter. Hallo. Sam, hier. Das ist Christopher Condons Zeichen. Kapitän der Fiery Dragon. Er operierte zu Averys Zeiten von Madagaskar aus. Also vielleicht rekrutiert Avery Piratenkapitäne. Wozu? Als seine Wachposten? Das ergibt keinen Sinn. Ja, klettern kann man glaube ich nicht, ne? Doch. Ein kleiner Schatz. Mal die Seilwinde. Hey, wusstet ihr, dass unser Wagen eine Winde hat? Nein, ehrlich. Keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Also muss ich hier rum. Weh, die Winde reicht nicht. Echt jetzt? Die paar Zentimeter. Nervt mich das. Sally hätte ja auch mal ein Stück vorfahren können. Hier, das reicht jetzt wieder nicht. So, das sollte reichen. Und nochmal rutschen. Hat Spaß gemacht. Ist steiler, als es aussieht. Okay, fertig? Probieren wir es. Auf geht's. Langsam. Langsam. Siehst du, Sally? Die Winde, total nützlich. Das war ein Hügel. Noch hat sie sich nicht bezahlt gemacht. Ah, noch nicht. Kleine Siege. Naja, ich feiere nur die Großen. Ja, und weiter geht's. Ah, echt jetzt? Genieß den Anblick, Gentlemen. Wow. Spektakulär. Stellt euch vor. Ne, fehlt nur, dass ein Dinosaurier kommt. Von eurer unterdrückenden Regierung. Die armen unterdrückten Piraten wollten doch nur in Ruhe und Frieden morden und plündern. Nein, nein, sie wollten als freie Männer leben. Ja, wenn man einen Ort zum Weglaufen sucht, könnte man es wirklich schlechter treffen. Ja, so bellen sie richtig. Geduld. Weißt du, wie die Piraten hierher kamen? Sie legten in England ab, segelten nach Brasilien und zurück über den Atlantik nach Südafrika. Und all das schafften sie nur mit Papier, Karten und der Hilfe der Sterne. Hey, willst du einem ehemaligen Seemann das Segeln erklären?
Der Punkt ist, wir hatten es echt einfach. Ja. Dauert was. Ah, jetzt seht euch das an. Scheiße, stopp, stopp! Was war das? Ich sehe sie. Hier. Was haben wir? Militärtypen, die rumschnüffeln. Na, Dienstleute? Yep. So eine Scheiße. Die haben einen alten Kolonievorposten entdeckt. Aber den falschen, oder? Das ist die gute Nachricht. Ja, das heißt, es gibt auch eine schlechte. Der einzige Weg zum Vulkan führt mitten durch sie hindurch. Oh, Scheiße. Aber wir sind im Vorteil. Was ist der Plan? Tu einfach, was ich tue. Okay. Mit mal außen rum. Einfach durchstarten. Kommen wir denn jetzt hier raus? Darum kümmern wir uns, wenn wir mit diesem Schorlein-Typen fertig sind. Hab sie entdeckt! Oh Mist! Was ist noch drauf, Junge? Hallo, mein Gott, wenn die Kamera wieder nicht das macht, was ich will. So, da ist einer. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass das Ding gleich runterreißen muss. Nathan. So, rüber. Pass auf. Moment mal. Vorsicht, hier drüben hat's noch einen erwischt. Sie sind noch. Ach, hier ist das Scharfschützengewehr. Nee. Wieder hochklettern. Hier nur einer. So.
Perfekter Schuss. Der andere. Ich hab einen. Wo? Wo kommen die denn alle her? So geht das. Ups. Der schmeißt hier eine Handgranate hoch. Bescheuert. So. Langsam reicht aber mal, ne? Komm her. Oh Gott. Komm. Echt jetzt? Der ist doch bescheuert. Ja, sicher. Hin. Wir dürfen es ja gar nicht mehr sein. Aber wir sind ihnen aufgeschickt. So. Einer muss hier ja noch sein, oder? Unsere Spur verloren. Wo ist der letzte denn hin? Da kriegt jetzt bestimmt nur einer rum und ich finde ihn jetzt nicht. Boah, ätzend. Da ist er. So. Okay, ich glaube, das war's. Ja, hat doch Zeit. Dave und Nadine haben sicher Dutzende von Leuten hier. Die könnten glatt aus Versehen über den Schatz stolpern. So, einmal hier runter. So, wo steht mein Auto? Da. Einmal rein da. Ups. Und hopp. Der Rest der Brücke sieht aus, als könnte er jeden Moment einstürzen. Ja, darum kümmere ich mich ja jetzt. Nein! Ah. Mein Gott, ich weiß schon, warum ich keinen Führerschein habe. So. Oh, komm. So. Ah, und wieder die Winde, Sully. Echt praktisch, oder? Na, ich war nicht gegen die Winde. Ich wollte nur nicht über den Tisch gezogen werden. Ja, Leute, das war's dann für heute. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei einem Like und einem Abo würde ich mich wie immer freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.